Viel Spaß. Ja, Imposterhunde. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich muss jetzt eine Face-Task machen. Es ist keiner tot. Naja, noch leben alle. Kann natürlich sein, weil neu im Spiel und so, aber kann mir jemand sagen, warum. Also, ich bin nicht der, der jetzt die Taste gedrückt hat, aber warum Pink in die gegengesetzte Richtung läuft, wenn Reaktor trötet? Weil ich keine Ahnung habe, wo ich hier langlaufen muss. Deswegen habe ich auch nicht gedrückt, weil ich mir schon gedacht habe. Ich fand es sehr seltsam auf jeden Fall, dass Olaf die ganze Zeit in einem Raum stand und ich habe schon längst die Task beendet und wollte weitergehen, habe mich aber gewundert, warum die Person da weiter steht. Ja. Ich habe erst die Blätter rausgemacht und dann links daneben die in den Müll rausgebracht. Aber... Und wird die Task nicht allen gleich angezeigt, weil ich habe keine Zeit. Nein, die kommen Task haben alle gleich. Also ach, Karte, du wusste ich gar nicht. Alles gut. Und bevor die Frage kommt, warum ich nicht zu Reaktor gelaufen bin, die sind doch alle vollzählig und ich bin ja ganz rechts. Ich schaff's sowieso nicht rechtzeitig nach links, also mache ich meine Task. So ein kleiner Tipp für Rosa, wenn sowas ist, siehst du auf der Map immer blinkende rot-gelbe Pfeile. Das sind immer dann dahin, wo du hin musst, wenn sowas angeht. Die blinkende. Das hat aber links runter gezeigt. Ja, das zeigt immer ein bisschen in eine weirde Richtung. Also das bin ich schon. Kommt ja auch noch an, wo man steht. Und wenn da steht Reactor Meltdown, dann ist es links in der Mitte. Und wenn da steht Oxygen, dann ist es entweder bei Admin, da ganz in der Mitte, oder oben rechts, wo der Sauerstoffding ist. Und die Lights sind halt irgendwie bei Electric und die Comms. Ich habe in die Gruppe eine Karte, das kommt aus der Karte davon. Hast du dir die Taskleiste aufgemacht? Rosa? Ja. Du kannst, wenn links steht so Task, wenn du da einmal draufklickst, geht der Bildschirm auf und dann siehst du auch, was sabotiert worden ist. Oder ein Kartensymbol. Ja, ich gucke halt immer auf die Karte. Let's us. Ein Vote. Ein einziger Vote. Wer war das? Na, ich, einfach nur, weil sie den Emergency-Button gedrückt hat. Ist gleich saß. So, bis gleich. Wer hat wen gedrückt? Also, ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht entdeckt werde. Ich guck mal bei dieser Tüte nach. Okay, Lucky steht da die ganze Zeit. Okay, das war jetzt seltsam. Ich muss jetzt erstmal weitere Fake-Task machen, damit es keiner kennt. Hast du gesehen, wer da gewendet ist? Ich habe die Farbe nicht mehr gesehen. Also, erstmal ist Lea gewendet, direkt neben der Leiche, und Jan stand neben der Leiche und hat nicht reportet. Für mich weil ich nicht reporten konnte, weil die Taste nicht gegriffen hat. Jan war aber gerade, weiß nicht, wo liegt denn die Leiche? Unten in Shields. Da lag sie noch nicht, als ich da war. Und ich bin gerade, Jan ist mir gerade von oben entgegengekommen. Ja, aber auf jeden Fall ist Lea gewendet. Wir können auf jeden Fall Lea rauskicken. Boah, Leute, warum sagt ihr denn immer, dass ich gewendet bin? Weil du es getan hast? Ja. Also die Farbe kommt hin. Jetzt kann entweder... Habt ihr es beide gesehen? Ich habe jemanden wenden gesehen. Das war entweder also von der Farbe so Richtung Rot, Orange. Und wenn Olaf das gesehen hat, er war da.
Ja gut, Lucky war es nicht, den habe ich gerade eben auf dem Camps gesehen. Ja, war mit Navigation zusammen. Und mit außerdem habe ich gesehen, dass Plants und Lea zusammen rumgelaufen sind. Also Lea ist in Richtung Communications unten abgebogen, dann wieder hochgekommen anscheinend zu Shields und wurde dann da von ihr erwischt. Und ich bin extra nochmal umgedreht. Ja, wollte ich eh drücken, das hat nicht funktioniert, dann musste ich per Maus den Report klicken, bis dann hattest du schon gemacht. Ja, er ist auf Report, nicht eh, er. Achso, okay, das erklärt. Das erklärt einiges. Verstehst du? Für Use. Ja gut, okay, wenn zwei einen Vent gesehen haben und einer die Farbe gesehen hat, dann ist das schon sehr sus. Ich hab halt nicht gewendet, Olaf. Ich weiß nicht, was du da findest. Wahrscheinlich warst du das am Ende. Und wo warst du, Lea? Olaf, hör auf. Ich war in Shields, aber ich bin gerade erst von links gekommen. Also ich kann es ja nicht gewesen sein, sonst hätte Jan ja mich gesehen, wie ich den Kill gemacht habe. Ich muss aber sehr frisch sein, weil ich war vorher mit Olaf, glaube ich, an Shields. Ich habe Cheat gemacht und Lea ist das Letzte dran gegangen. Also ich vertraue Olaf 100% bei der Aussage mit der Farbe. Und ja, dann vertraue ihm halt. Meine Güte, ey. Ja, dann wende halt nicht. Oder wende nicht so offen. Das ist geil. Lass ihn beim Wenden nicht erwischen. Wie das eine Mal. Ich stehe, mache meine Taskplätze, gehe in der Wend auf. Oh, Lea kommt raus. Schnell weg hier. Olaf hat gerade beide. Falls sie es nicht ist, ejecten wir die anderen beiden. Ja, wer war denn das? Ist auch egal. Bis gleich. Scheiße, jetzt bin ich alleine. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht rausgekickt werde. Ich muss jetzt hier versuchen, erstmal. Damit keiner hier auf keine dummen Ideen ist. Ich gehe jetzt mal hier auf die Navigation. Ich muss die ganze Zeit hier Face-Task machen. Die dürfen das ja nicht machen, dass ich hier Imposter bin. Volle Konzentration, ruhig bleiben. So geht das auch. Okay. Lucky Luck Lower Engine. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ich bin rausgeflogen. Lower Engine, sagst du. Okay, Punkt ist, ich war in Storage, hab Sprit aufgefüllt. Und dann habe ich Lucky und Erik nach links laufen gesehen. Erik ist nochmal wer? E-Sound. Dann bin ich, war ich in Admin, Card Swipe, bin oben nach Upper Engine, um dann den Sprit einzufüllen. Und bin dann unten über Security rum, weil ich gucken wollte, ob vielleicht irgendwo jemand liegt. Und Erik kam mir entgegen. Und bei Lower Engine war dann die Leiche. Also, das macht Erik jetzt ziemlich sus. Da war sonst niemand. Also ich war beim Reaktor gewesen, um da Simon Says zu machen. Wo lag die? Bei Lower Engine. Und ich hab Erik und Lucky alleine nach links laufen gesehen. Und als ich von oben kam, kam mir Erik entgegen. Aber Lucky nicht. Und so, Lucky lag unten tot. Wer muss denn jetzt noch Aufgaben machen, weil ich bin quasi fertig. Ich habe noch zwei, eine im Lower Engine und eine, glaube ich, Reaktor. Ich habe nicht genau geguckt, welche das ist. Ja, aber wir haben nur noch einen Imposter gegen fünf. Ja. Also ich kann auf jeden Fall, also Olaf ist es ganz sicher nicht, der hat relativ die ganze Zeit mit mir gequestet und ich glaube, Pink ist natürlich, weil sie noch ein bisschen unerfahren, ein bisschen kreuz und quer gelaufen, aber sah auch nicht sus aus. Also an für sich kann es auch einfach gewesen sein, dass irgendwie Lucky rumgedreht hat.
Ja, das Dunkelblau habe ich auch noch gesehen, genau. Aber das glaube ich nicht. Weiß ich nicht, also da war der, Zeit. Der ist bei Okay. Hat irgendjemand jemanden in Storage oder unterer Gegend gesehen, Richtung Koms? Also wie gesagt, Olaf, also ich, Gelb und Pink waren in der Gegend. Ich, ne, also aber... es waren ja drei Leute gleichzeitig in Electrical, ne? Das habe ich über Admin gesehen und bin schnell zu Electrical gelaufen, um zu gucken, ob da ein Kill war. Ja, das waren Flo, ich und Lucky. Wir waren zu dritt in Electrical. Genau, dabei ist kein Kill passiert. Das ist schon mal. Also ich würde sagen, wir machen jetzt die letzte Aufgabe fertig. Wer hat mich gewotet? Flo, läufst du mit mir? Wer ist denn hier? Ich bin durch. Ich stelle mich an Admin oder so. Sabotage machen. Die Kinder Wetz machen. Kann hier auch nicht seinen Upload machen, oder? Sag mal, Jan. Wo lag er denn? Er war in der Nähe von Celinea und Flo. Er liegt in Reactor. Ich habe Flo die ganze Zeit durch die Kamera gesehen, wie er davor war, also kann das nicht sein. Das kann für mich nur Celinea sein. Außer Flo sagt er noch. Jan stand doch bei. Ich weiß nicht, Flo, du kannst vielleicht besser sagen. Wer war alles in dem Reaktor? Ich habe Jan gesehen. Ich glaube, es war Jan, der hat Simon Says gemacht. Dann ging Oxygen los und ich bin losgelaufen. Das heißt, der Kill passiert sein, nachdem Oxygen gestartet ist. Und da kann ich definitiv die Nähe ausschließen, weil die ist nämlich vor mir Richtung in die Richtung gelaufen. Genau, ich war gerade dort auf dem Weg hin. Erik, wo warst du? Wer war in den Camps? Ich war in den Camps. Olaf war in den Camps. Das heißt, Chaos oder Easttown. Ich weiß nicht. Ich war Admin. Ich weiß nicht. Chaos kann ich sagen, ich war auf jeden Fall Admin. Ich war in Admin und habe das Ding gefixt. Also ich kann Via zustimmen, der war mit dabei mit Chaos und da habe ich da war ich beim Reaktor und da musste ich auch irgendwie so eine Task machen. So. Was hast du denn gemacht? Also Erik, du hast unten Storage, hast du deinen Tank aufgefüllt, dann bist du gegen Richtung Lower Engine gelaufen? Ja. Was hast du denn gemacht? Und da war dann zum Reaktor gegangen, um dort eine weitere Task dann zu machen. Und welche? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie das Ding jetzt hieß. Was musst du da machen? Aber was der andere auch gemacht hat, musste ich aber erstmal warten, bis er da fertig war. Das klingt ein bisschen. Du spielst es auch zum ersten Mal, ne? Du kennst die Tasks nämlich nicht. Also,
für mich ist es, also wenn Flo, wenn du CD-Neo 100% proven kannst, dass die Folie aus dem Raum rausgelaufen ist, die ist vor mir auch durchs Deutsch gelaufen. Also dann kann es nur hier sein. Ja, wenn du das machst, musst du es ja gesehen haben. Ja, Deus, ich habe dich gesehen, wie du nach Edmund gegangen bist. Du kommst von Edmund nicht nach Reaktor. Genau. Das ist doch so eine Scheiße, Mann. Ja. Ich war zu nervös. Es war auch blöd. Wenn du ein Poster bist und du kennst die Tasks nicht, was willst du machen? Lea war der Zweite, ne? Ja. Hör auf zu wetten, Lea. Also Erik, ich sag's dir jetzt mal so, hätte ich dich die letzte Runde nicht in dem Gang gesehen, dass du da weggelaufen bist und dann die Leiche gefunden, dann hätte dich jetzt keiner nach deinen Tasks gefragt. Jedoch, ich hätte trotzdem nach den Tasks gefragt, weil ich habe alle gesehen. Oh, ich bin in der Lobby. Ich weiß gar nicht, ich muss mal bei dem... Ciao! Tschüss! Gut, dann bis dann.